Die ÖVP Bruck an der Mur hat am 28. Jänner ihren Parteitag im Wirtschaftskammersaal abgehalten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem auch die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl. Spitzenkandidatin ist Susanne Kaltenecker. Als erste Vizebürgermeisterin bringt sie die Erfahrung und möchte den Slogan "Wir wollen Bruck nach vorne bringen" mehr Nachdruck verleihen. Wir haben ja eine Stadtvision entwickelt, schon in der letzten Periode, und die gibt uns natürlich auch für die Zukunft schon wesentliche Arbeitsschritte für unsere Stadt vor, und das ist uns auch wesentlich, dass wir diese Arbeit für die Stadtvision einfach auch umsetzen, ganz besonders in den Bereichen natürlich Sanierung, Instandhaltung der Infrastruktur, da denke ich an die Schulen, da denke ich auch an die Straßen. Auch im wirtschaftlichen Bereich hätte ich gerne weiter eine nachhaltige Belebung der Innenstadt, ist uns wichtig. Wirtschaftspark 2.0 soll realisiert werden, aber auch natürlich die Westbrücke, die uns schon lange ein Anliegen ist und die Verkehrssituation gerade im Westen der Stadt entspannen würde, die sollte in der kommenden Periode endlich realisiert werden. In der ÖVP hat man auch erkannt, dass junge Leute, die Interesse an politischer Arbeit haben, auch die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen darzustellen, bekommen sollen. Es ist uns wichtig, dass wir die Jugend vorne positionieren, denn sie sollen ja auch die Zukunft ihrer Stadt gestalten können. Das heißt, politische und berufliche Erfahrung vereint mit junger Begeisterung und mit neuen Sichtweisen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Stadtpolitik, und die Brucker Volkspartei ist stolz, auch so viele junge Kandidaten auf der Liste zu haben. Landesrat und Parteiobmann des Bezirkes Bruck, Hans Seitinger, nahm die Abstimmung der Kandidatenliste vor, und sie wurde einstimmig angenommen. Danke. Gibt es hier eine Gegenstimme? Das sehe ich nicht. Damit ist die Liste für den Spitzenkandidaten Susanne Kaltenecker einstimmig beschlossen. Herzlichen Dank Ihnen. Bruck braucht jedenfalls mehr Transparenz in der Politik, und das hat die Volkspartei in den letzten 5 Jahren bewiesen. Es braucht aber auch neue Ideen, um diese wunderschöne Stadt weiterzuentwickeln. Bruck ist eine Wirtschaftsstadt, eine großartige Stadt mit einer fulminanten Lebensqualität, und ich glaube, da braucht es wirklich viele Kräfte, die breit aufgestellt sind, viel Know-how mit hereinnehmen, um diese Zukunftsregion mitten in dieser gelebten Steiermark auch weiterzuentwickeln. Und hier ist die Stadt Bruck mit Sicherheit ein Zentrum in der Obersteiermark, das es sich verdient, auch ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Die Brucker Volkspartei will konstruktive Politik mit Susanne Kaltenecker als Spitzenkandidatin und einem verjüngten Team in die Gemeinderatswahl 2020 gehen und hofft, mit zusätzlichem Vertrauen und mehr Mandaten hervorzugehen. Am 22. März geht es um die Zukunft von Bruck an der Mur. Wie wird sich Bruck an der Mur weiterentwickeln? Ich und mein Team wollen aktiv an dieser Zukunftsgestaltung mitwirken.